Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in ihrer Neujahrsansprache uns Bürger in Deutschland und Europa darauf hingewiesen, dass die Euro-Krise noch eine ganze Weile in ihrer Lösung bedarf. Sie dauert noch an und es wird von uns Bürgern noch einiges an Opfer verlangen, um die Staatsfinanzen in Europa wieder in den Griff zu bekommen. Welche Maßnahmen im Detail notwendig sind, hat die Kanzlerin offen gelassen. Eine Antwort, die kennen wir jedoch. Es wird eine Zeit lang anhaltender, niedriger Zinsen geben. Das hat zumindest der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, in den letzten Dezemberwochen uns Bürgern in Europa avisiert. Und darauf müssen wir uns einstellen. Die Frage also, was tun mit diesen Niedrigzinsen? Was tun, wenn meine fällige Kapitalanlage mit 4% fällig wird? Wie lege ich die denn an? Zu 0% in Staatsanleihen oder 0,5% aufs Konto? Für uns, meine sehr verehrten Damen und Herren, als Vermögensverwalter ist klar, nichts zu tun und diese Situation einfach zu akzeptieren und zu tolerieren und Geld zu 0,5% auf irgendwelchen Tagesgeld- oder Festgeldkonten zu parken, halten wir definitiv für die falsche Entscheidung, vor allem dann, wenn es sich als Kapitalanlage und nicht um eine Liquiditätsanlage handelt. Für eine Liquidität kurzfristiger Couleur ist dies durchaus okay. Schauen wir uns einmal die Fakten an. Ein Guthabenzins bei einer normalen Bank, der überall geboten wird, liegt in etwa bei 0,5% Zinsen. Davon ziehen wir die Steuer ab, 0,2, gibt als Zwischenergebnis 0,3 an Zinsgutschrift. Abzuziehen ist hier jedoch die Inflationsrate. Das Statistische Bundesamt hat in den letzten Dezemberwochen die Inflationsrate mit 2,2% für Europa angegeben und damit gibt es geradezu ein desaströses Ergebnis. So werden aus 0,5% Guthabenverzinsung unter Berücksichtigung der Inflation ein realer Kaufkraftverlust von fast 2% pro Jahr. Kalkuliert man dies auf 5 Jahre, verliert man deshalb 10% seines Kapitals an Kaufkraft. Bei 100.000 Euro sind also 10.000 Euro Kapital Kaufkraftverlust eine ganze Menge. Dagegen muss man handeln. Als erstes empfehlen wir den Investoren mal eine Bilanz zu machen, und zwar nicht nach Vermögen und Schulden, sondern nach Kontoguthaben, Festgelder, Kontoguthaben, Bausparverträge, Lebensversicherungen, all das sind Anlagen, die in der Vergangenheit von dem niedrigen Zinsniveau schon belastet waren und das ist viel wichtiger, in der Zukunft von dem niedrigen Zinsniveau weiter stark belastet werden. Das Gegenstück dazu sind Sachwertanlagen. Diese schreiben Sie auf die rechte Seite. Sachwertanlagen sind Immobilien, Edelmetalle, Gold, Silber, Öl, aber auch Qualitätsaktien oder Aktienfonds. Wahrscheinlich, und so sieht die Anlagestatistik in Deutschland aus, sind 90% der gesamten Kontoguthaben auf der Seite, die von den Zinsen, von den niedrigen Zinsen belastet sind. Dagegen gibt es Handlungsbedarf. Wir empfehlen den Investoren und Kapitalanlegern, ihre Strategie zu überprüfen, für 2013 so auszurichten sein, dass maximal 25% in Anlagen sind, die mit Zinsen, also Kontoguthaben und festverzinslichen Wertpapieren belastet sind. Alle anderen Anlagen sollten breit gestreut sein über die gesamte Welt, über die Aktien, über Beteiligungen in erneuerbare Energien, in Immobilien, Edelmetalle, Gold und Silber und ähnliches. Hier gibt es durchaus rentable Renditeerwartungen zu sehen. Selbst im Aktienbereich können wir hier, wenn wir die Dividendenstrategie einmal anschauen, beste Qualitätsaktien auf der Welt zusammenmixen und wir kommen dadurch allein durch die Dividende auf eine Rendite um die 4%. Hinzu kommen noch gegebenenfalls Kursgewinne, die die Ergebnisse noch deutlich verbessern. Nach unten sollte das Risiko ebenfalls einigermaßen begrenzt sein, da die Weltwirtschaft auf sehr hohem Niveau ganz gut läuft, so der Internationale Währungsfonds. Sie sehen also, meine Damen und Herren, es gibt durchaus Alternativen, dieser Niedrigzinspolitik entgegenzuwirken.
diesem künstlich niedrig gehaltenen Zins durch die Politik? Handeln Sie, lassen Sie sich beraten oder gehen Sie zu einem bankenunabhängigen Vermögensverwalter, der neutral eine Lösung für Ihre Strategie bieten kann. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und freue mich, Sie nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Wiederschauen.